Das kennen viele. Der Kleiderschrank völlig überfüllt. Höchste Zeit, um auszusortieren. Doch was soll weg? Du hängst schon sehr an deinen Sachen, ne? Ja, ich habe schon noch Sachen von dem Alter 16, 17, 18. Du hast eine emotionale Beziehung eigentlich auch zu deiner Kleidung. Ja, ne? Ja. Wir fangen deswegen auch hier an und nehmen alles raus und legen das aufs Bett, dass alle Schränke leer sind. Okay, aber alles. Auf einmal. Alles auf einmal. Ich möchte, dass du siehst, wie groß der Berg ist. Wohin mit den ausrangierten Teilen? Zum Secondhand-Shop oder lieber spenden? Und wie bekomme ich danach wieder mehr Übersicht? Und dann kannst du es so in den Schrank hängen. Das alles jetzt in preiswert, nützlich, gut. Endlich Ordnung im Kleiderschrank. In Stuttgart ist Reporterin Hendrike Brenningmeier mit einer echten Aufräumexpertin verabredet. Denise Köhön. Sie selbst nennt sich, ein wenig selbstironisch, Fräulein Ordnung. Ah, ich freue mich schon, dass du da gleich dann so richtig loslegen kannst. Ihr Ziel? Die Wohnung von Irini. Die 34-Jährige mit griechischen Wurzeln teilt sich ihr kleines Zuhause mit den beiden Hunden Luna und Bonnie. Irini liebt modische Kleidung, hat viel im Verkauf gearbeitet. Tja, da hat sich dann so einiges angesammelt. Jetzt hat sie ein echtes Platzproblem. Die Kleiderschränke. Einer meiner Kleiderschränke. Das ist der große. Der große? Dann genau einer und hinter dir ist genau noch einer. Ach, es gibt drei? Genau, eine Kommode. Oh, drei Kleiderschränke und eine Kommode für wie viele Personen nochmal? Nur für mich. Und du hast tatsächlich ein Platzproblem, obwohl du ja sehr, sehr viele Kleiderschränke besitzt. Ja, weil ich mich nicht so leicht trennen kann von alten Sachen, nicht loslassen kann. Und ausmissen fällt mir auch nicht so leicht. Lass uns doch mal reinschauen, wenn es für dich okay ist. Öffne mal den ersten Schrank. Sieht eigentlich okay aus. Ach so, das ist auf mehreren Ebenen. Genau, und noch weiter hinten, es geht tief rein und ich sehe halt nichts. Das heißt, du musst, um an die hinteren Sachen, um die überhaupt zu erinnern, musst du die vorderen rausnehmen. Und das macht man nicht, Das macht man nicht. Im nächsten Schrank gibt es zwar keine zweite Reihe, dafür etwas, eher Unübliches. Du hast eine Kommode in den Kleiderschrank gestellt. Warum hast du nicht einfach Regalböden reingemacht? Die habe ich mir gekauft, aber ich bin alleine. Ich traue mir das jetzt nicht zu. Und ich habe auch keine Bohrmaschine, in den Schrank Löcher zu bohren. Dann beschädige ich ihn vielleicht mehr. Oder die sind vielleicht nicht ganz gerade und nicht... Die Denise höre ich laut schnaufen. Absolut. Weil ich bin ein großer Fan davon, Sachen hinzuhängen. Aber deswegen habe ich ja noch einen Schrank. Ja. Meine Jacken. Ja, es geht hier nochmal auch weiter. Für Ordnungscoach Denise ist schnell klar, Irini ist ein klassischer Fall von ich kann mich nicht von meinen vielen Sachen trennen. Also eher die Regel als eine Ausnahme. Du sammelst Hosen, kann das sein? Ich glaube, ein bisschen. Also für mich sieht es so aus wie eine kleine Sammlung. Aber findest du, ist das jetzt viel in deinen Augen? Da bin ich auch eine Hosensammlerin, glaube ich. Ja. Ja? Ja, das ist schon sehr viel. Ich bin in deinem Team, Irini. Nächster Punkt. Wie und wo finde ich was? Und wie gut sehe ich überhaupt, wo was liegt? Etwa, wenn es morgens dunkel ist. Ich habe da noch mal versucht, aber... Sie funktioniert nicht einfach. Ja. Ach, das ist eine Lampe? Sollte eine gewesen sein. Ich glaube, da hatte ich auch mal eine. Ach, sie funktioniert. Okay, aber man sieht ja nur da oben was. Genau. Das bringt ja nicht viel, ne? Ja. Okay, da muss Denise später noch mal ran. Schließlich will sie Ordnung und Übersicht in Irinis Kleiderschrank bringen. Doch wo anfangen? Das große Problem, was ich hier definitiv sehe, ist, es sind zu viele Sachen da vorhanden, die du eigentlich gar nicht nutzt. Die du wahrscheinlich auch noch nicht mal liebst. Die du aufbewahrst um des Aufbewahrens Willens. Mein Ziel ist es, dich dorthin zu bringen, dass du das selbstständig erkennst und sagst,
naja, eigentlich hat sie recht, eigentlich brauche ich das nicht. Weil du wünschst dir die Freiheit, die Ordnung, die Leichtigkeit und all das würden wir zusammen hinkriegen. Dann bin ich ganz gespannt. Boah, da bin ich auch gespannt. Wie die beiden mehr Ordnung in ihren Schrank bringen, sehen wir später. Denn zunächst geht's um die Kosten für den neuen Durchblick. Irini, was bist du denn eigentlich bereit auszugeben für Ordnungssysteme in deinen Kleiderschränken, um die noch ein bisschen zu pimpen? 200 bis 300 Euro. 200-300 Euro. Dann würde ich vorschlagen, bevor ihr euch ans Sortieren macht, werden wir zwei uns einfach mal ein bisschen inspirieren lassen und schauen, was es überhaupt so gibt an Ordnungssystemen fürs Schlafzimmer. In Reutlingen besuchen Hendrike und Irini ein Geschäft für Schranksysteme und merken schnell, das meiste hier liegt dann doch in einer anderen Preisklasse. Aber egal, vielleicht gibt's ja interessante Ideen, von denen sie sich inspirieren lassen können. Das ist sehr praktisch. Aber wofür für ist das Schuhe. Hier? Also für Schuhe? Für Schuhe, oder? Keine Ahnung, was hängt man da rein? Er müsste es wissen, Joachim Heckmann. Seit mehr als 20 Jahren löst er die Schrankprobleme vieler seiner Kunden. Die haben ehrlich gesagt gerade gerätselt, wozu diese aussieht. Der Mittelauszug ist tatsächlich ein Schalhalter. Und oben ist ein Gürtelhalter. Ah, schön, okay. Was sind denn gerade so die Trends in Sachen Kleideraufbewahrung? Heute könnte ich Ihnen auf der anderen Seite interessante Dinge zeigen. Auf geht's in ein nobles Ankleidezimmer. Das sieht schön aus, oder? Und so viel Platz, Irini. Du bist und ganz so weit hoch für mich. Ja, wie funktioniert das hier? Das ist ein Kleiderlift. Da können Sie entsprechend die gesamte Höhe des Raumes nutzen. Das heißt? Das heißt, Sie ziehen einfach an diesem System und können den Kleidungsstück einfach komfortabel nutzen. Sehr schön. Wie viele Kleidungsstücke hält das aus? Genau. Wenn Sie nach Gewicht fragen, bis zu 20 Kilo. Wow. Kann man schon einiges beladen. So ein Ankleidezimmer hat natürlich seinen Preis. Gut 25.000 Euro müsste Irini dafür hinlegen. Ein bisschen über ihrem Budget. Geht's vielleicht eine Nummer kleiner? Mit so Inzwischenstegen kann man einfach ein bisschen mehr Struktur in die Schublade bekommen, die man auch in eine Einteilung auch selber platzieren kann. Von Anfang an müsste man das schon berechnen und wissen, oder wie? Nee, da sind ja dann entsprechend die Lochbohrungen vorgefertigt. Okay, also das heißt, die Elemente zieht man nach oben und verändert die Stifte. Was? Und dadurch kann man entsprechend die Einzelung verändern. Und sowas gibt's auch einzeln zu kaufen. Es kann nach Maß angefertigt werden. Das heißt, in jeder Breite, in jeder Tiefe, die Elemente werden einfach gesteckt und Sie können Ihre Hosen einfach entsprechend einsetzen, nach Bedarf. Wie auf so einer Wäscheleine, oder? Absolut. Fürs kleinere Budget gibt's ausziehbare Hosenhalter zum Nachrüsten. Online schon um 50 Euro. Die sind dann aber einfacher gehalten. Und was ist das? Die sind mit Magneten, dürfen Sie gerne mal schauen, mit Magneten. An der man befestigt, einfach abknicken, ja genau. Ach, das ist ja praktisch. Und dann können Sie es entsprechend so positionieren, wie Sie wollen. Hey, sehr kurz. Also ich finde diese Magnethalterung auf jeden Fall toll für die Taschen. Im nächsten Raum geht es dann speziell ums Thema Licht. Oh, das ist hell. Das ist wirklich hell. Das ist ein ganz besonderes System, wo die Beleuchtungselemente in die Wange integriert werden. Und dadurch haben Sie eigentlich eine optimale Schrankausleuchtung. Steuern lässt sich das Ganze bequem per Fernbedienung. Licht allgemein gefallen mir sehr gut. Spielt die Lichttemperatur eine Rolle? Definitiv. Also Sie sollten da mindestens auf 4000 Kelvin gehen. Das ist die Lichtfarbe. Aha. Vielleicht sogar 6000, damit es recht helles, natürliches Licht gibt, wo die Farbe am besten wiedergespiegelt wird. Wenn Sie jetzt gelbes Licht praktisch entsprechend den Schrank beleuchten, dann kommt die Farbe des Kleidungsstücks nicht so zur Geltung und verfälscht auch entsprechend die Farbe. Worauf sollte man denn achten beim Thema Licht im Kleiderschrank? Viele denken, umso mehr Spots, umso besser ist der Schrank ausgeleuchtet. Aber wenn Sie viele Böden übereinander platzieren, dann verpufft das Licht im nächstliegenden Boden. Ja. Und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Deswegen sind diese vertikalen Elemente eigentlich der ideale Lösungsfaktor. Wenn Sie Spots haben in einer großen, offenen Fläche, ist es wunderbar.
Okay, Irini, jetzt geht's zurück zu deinem Schrank. Denn schon am nächsten Tag gibt's Besuch vom Ordnungscoach. Seit 12 Jahren schon bringt Denise Struktur ins Leben anderer. Normalerweise für rund 80 Euro pro Stunde. Ich habe einen Beitrag über Professional Organizing in Amerika gesehen und es hat mich direkt angesprochen und ich wusste, ich kann das. Ich habe die nötige Empathie und dann habe ich mir das so erarbeitet. Klar, dass sie nicht mit leeren Händen kommt. Denise hat jede Menge Ideen, wie sie mehr Ordnung in Irinis Schränke bringen kann. Und das zu akzeptablen Preisen. Doch zuerst geht's ums Grundsätzliche. Nochmal für mein Verständnis, du hängst schon sehr an deinen Sachen, ne? Ja, ich habe schon noch Sachen von dem Alter 16, 17, 18. Also ich habe meine Größe immer noch von damals. Also du hast eine emotionale Beziehung eigentlich auch zu deiner Kleidung, ne? Ja. Gut, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem Sachen gibt, wo du sagst... Ja. Wir fangen deswegen auch hier an und nehmen alles raus und legen das aufs Bett. Alle Klamotten einmal, dass alle Schränke leer sind, alle Anziehsachen auf dem Bett. Okay, aber... Alles. Auf einmal. Alles auf einmal. Genau dieses Gesicht brauche ich nämlich. Ich möchte, dass du siehst, wie groß der Berg ist. Tja, das kann jetzt dauern. Wie fühlt sich das an, wenn du das siehst? Gar nicht gut, Denise. Warum nicht? Ich am liebsten jetzt flüchten würde. Und genau jetzt zündet Denise die nächste Stufe. Ich möchte, dass du mal jedes Teil einzeln rausnimmst und mir sagst, warum, was du damit verbindest und warum du das behalten möchtest. Ob du damit gute Emotionen hast, gute Erinnerungen. Irini soll lernen, loszulassen. Sonst wird sie sich nie von einem Teil ihrer Kleider trennen. Gefällt mir sehr. Ist zwar sehr beengend, ist nicht gemütlich, aber sieht sehr gut aus. Wann hast du sie das letzte Mal angehabt? Letzten Sommer ein-, zweimal. Okay. Aber sie sieht gut aus. Du siehst aber wahrscheinlich in all deinen Sachen gut aus, weil du einfach eine hübsche Frau bist. Weiter geht's zu den Wintersachen. Auch hier. Vieles hat Irini kaum getragen. Auch sehr eng. Krieg die kaum zu. Du hast sie also diesen Winter nicht getragen? Die ist sehr teuer. Die trage ich ein-, zweimal im Jahr. Und dann einem Date oder zu einem Weihnachtsessen. Die hast du für besondere Anlässe? Ganz besondere Anlässe. Mhm. Okay. Das sind so Sachen, die habe ich echt lang, die habe ich oft und gern getragen. Und die hat ihren Dinger gehabt. Mhm. Weil die immer nur im Schrank steht, das ist traurig. Ja. In Containern spende ich nicht so gerne, weil ich nicht weiß, wo die Sachen hinkommen und was sie mit den Sachen machen. Und dann sehe ich halt auch oft, dass die Sachen rausgeholt sind von den Containern. Klar, wegwerfen will sie ihre Kleidung auch nicht. Ist ja alles noch in gutem Zustand. Die Probleme, die du hast oder die Gedanken, die du hast, damit bist du nicht alleine. Ich hoffe. Da bist du nicht mit alleine. Ich hoffe. Dennoch, es muss eine Lösung her. Du hast wunderschöne Sachen, aber weißt du, dadurch, dass du so viele hast, sieht man die schönsten Sachen überhaupt nicht. So, das ist nicht herauskristallisiert. Und eigentlich würde ich mir für dich wünschen, dass du nur noch deine mega Lieblingssachen anziehst, in denen du dich unbesiegbar fühlst. Wie viel ist Irini bereit, wirklich abzugeben? Gleich wird sie sich entscheiden müssen. Doch erstmal kommen immer noch mehr Sachen zum Vorschein. Einfach alles zurück in den Schrank wäre jetzt keine gute Idee. Und dann habe ich was mitgebracht, solche Ordnungshelfer. Ich glaube, das wird hier ganz gut helfen. Kleine Faltboxen gibt's schon ab 3 Euro.
Diese ist eigentlich für Socken. Du kannst es aber auch für deine Unterwäsche nutzen. Also das ist dir überlassen, was du damit befüllst. Aber ich glaube, das passt bei dir schon ganz gut. Auf jeden Fall. Diese zwei Boxen kosten 13,99 Euro. Dazu noch ein paar Klammern. Die können später auch mit in die Wäsche oder auf die Leine. Okay, siehst du schon mal die nächste Kategorie, an die wir drangehen? Das sind noch mal Jacken, oder? Irini möchte eigentlich lieber alles wieder einsortieren. Auch, weil es ihr sehr schwer fällt, auszusortieren. Sehr gut! Denise hätte sich gewünscht, dass es mehr wird. Die darf gehen. Ja, die darf gehen. Sehr gut. Doch so richtig klappt das noch nicht mit dem Loslassen. Am Ende kommt das hier zusammen. Und jetzt, wohin damit? Bevor es gleich weitergeht mit der Neuordnung im Schrank, besuchen Hendrike und Irini einen Secondhand-Shop in Stuttgart. Von der Chefin Karina Breisch möchten die beiden wissen, was lässt sich denn noch zu Geld machen und was nicht? Wird sie die gut erhaltenen Sachen von Irini alle nehmen? Das kann ich für euch tun. Irini hat aussortiert. Ja. Ihren Kleiderschrank, um ein bisschen Platz zu schaffen. Genau, ich habe jetzt was mitgebracht und jetzt wollte ich gucken, was ich von meinen Sachen verkaufen kann. Also du darfst gerne deine Sachen bei uns abgeben. Wir nehmen es allerdings nur als Spende an. Das heißt, ihr zahlt gar kein Geld für Kleidung, die man abgibt, egal wie hochwertig die ist? Genau, so ist es. Was wir aber allen Spenderinnen anbieten, dass sie hier einen 20% Gutschein bekommen. Das heißt, wenn sie hier mal einkaufen kommen möchten, dann können sie den jederzeit einlösen. So ist das mittlerweile bei den meisten Secondhand-Läden. Angekauft werden, wenn überhaupt, nur ganz besondere Teile. Allerdings bieten manche Geschäfte den Verkauf auf Kommission an. Und hier in Stuttgart gibt's noch eine weitere Variante. Gesetzt den Fall, Irini würde sich entscheiden, was hier zu lassen. Mhm. Kommt das für euch in Frage und nach welchen Kriterien sortiert ihr? Ich entscheide danach, ob das Teil vom Stil her einfach zu uns passt. Wir sind ein besonderes Konzept, denn bei uns kann man die Kleidung nicht nur kaufen, sondern man kann bei uns auch ausleihen kommen. Das heißt, ich schaue, ob das Teil auch vielleicht so ein bisschen besonders ist. Einfach ein Teil, was man vielleicht noch nicht zu Hause im Schrank hat, sondern sich eher mal leihen würde. Ach so, das heißt, alles, was ich jetzt hier sehe, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so der grüne Mantel oder hier der Blazer, das ist jetzt alles zum Leihen? Man kann bei uns auch einkaufen kommen, aber du kannst die Teile eben auch zum Leihen mitnehmen. Das läuft über eine Mitgliedschaft. Das heißt, man kann für 29 Euro im Monat, kann man sich bei uns 4 Teile aussuchen. Die könnt ihr so lange behalten, wie ihr mögt. Und immer wenn ihr Lust auf was Neues habt, dann kommt ihr zum Tauschen gegen 4 neue Teile. Gar nicht so schlecht, oder? Ich finde es auch okay, ja. Wenn man da die immer wieder tauschen kann. Und das Schöne ist, man hat einfach sehr viel Abwechslung im Kleiderschrank, ohne jetzt den Kleiderschrank immer voller und voller zu machen. Spart Platz im Kleiderschrank, spart Geld und ist auch gut für die Umwelt, ne? Ja. So ist es, genau. Das ist auch unser Konzept, eben, dass wir auch das Ziel haben, natürlich Neukäufe zu vermeiden und eher schauen, dass wir mit den Textilien arbeiten, die eben schon bestehen, dass wir die hier sammeln und quasi allen zugänglich machen. Klingt vernünftig. Doch um noch ein paar Euro zu verdienen, war der Besuch im Secondhand-Laden leider kein Erfolg. Und was würde Karina Breisch denn überhaupt annehmen? Diesen Rock, den finde ich jetzt ganz schön. Das ist einfach wirklich ein besonderes Teil mit dieser Raff-Geschichte. Also den würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall mit auf die Fläche hängen. Das ist jetzt auf jeden Fall, ja, ein gewagteres Teil, genau, mit den Pailletten. Also das kann man gut als Leihartikel mal probieren. Dann würde Irini immerhin 20% Rabatt bekommen, wenn sie hier mal selbst was einkauft.
Irene, jetzt hast du die Sachen ein bisschen durchgeschaut. Was könntest du dir denn vorstellen, hier zu lassen? Ich würde gern was da lassen, aber nicht das, was ich gern verkaufen würde, wo ich denke, ich bekomme noch was davon. Ja, das kann ich natürlich also verstehen. Also würde ich auf jeden Fall das dir da lassen. Mhm, super. Jawohl. Das dir da lassen. Mhm. Doch das. Ja. Doch das. Und das. Und das. Okay. Den Rest nimmt Irene wieder mit. Nur das hier bleibt im Secondhand-Laden. Prima, das freut mich ja total, dass wir hier zusammengekommen sind. Und Irene, dass du es geschafft hast, was abzugeben. Drück die Daumen, dass du alles andere gut verkaufen kannst. Wenn nicht, komme ich noch mal. Alles klar, so machen wir das. Mensch, das war doch jetzt erfolgreich, oder? Und den Rest, den versuchen wir jetzt online zu verkaufen. Auch das ein Weg, um noch etwas Geld mit ausrangierter Kleidung zu verdienen. Jetzt der andere Pulli. Das ist bestimmt der Fotograf und nicht das Model. Die Fotos sollten möglichst am Tag aufgenommen werden und aus unterschiedlichen Perspektiven. Vorher alles bügeln oder ordentlich arrangieren. Auch das kostet Zeit, zieht aber potenzielle Käufer an. Und klar, die Artikel ehrlich und genau beschreiben, inklusive mögliche Mängel. Das alles kostet Zeit und führt, wie in Irinis Fall, auch nach Wochen manchmal nicht zum Erfolg. Was also tun, wenn sich der ganze Aufwand mit gebrauchten Teilen, noch Geld zu machen, nicht mehr lohnt? Einfach ab in den Kleidercontainer? Doch wo landen dann meine Klamotten? Das möchte Hendrike im thüringischen Apolda herausfinden. Dort steht eine der größten Sortieranlagen für Altkleidung in Deutschland. Und er ist hier der Chef, Thomas Böschen. Textilrecycling ist super wichtig. Und was wir machen, ist Nachhaltigkeit pur. Altkleider und Nachhaltigkeit gehen natürlich total Hand in Hand. Wow. Genau, ja. Okay. Hier kommt die Ware an. Das sieht ja gigantisch aus. Das ist alles voller Kleidung hier. Genau, das sind die Wechselbrücken, die wir an ganz vielen verschiedenen Standorten in Deutschland einsammeln. 12 von diesen Wechselbrücken, wie wir sie hier sehen, werden hier am Tag verarbeitet. Und das ist nur ein Zehntel dessen, was bei uns täglich in den Altkleidercontainern landet. Viele Container werden von gemeinnützigen Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder den Maltesern betrieben, aber auch von kommerziellen oder kommunalen Anbietern. Und ein Teil des Inhalts landet meist in Recyclinganlagen wie hier. Wie viele Kleidungsstücke kommen bei Ihnen so im Schnitt am Tag an? Also wir sortieren ungefähr 100 Tonnen am Tag. Das entspricht ungefähr 350.000 Kleidungsstücken. 350.000 jeden Tag, genau, jeden die Tag. Hier bei Ihnen nur die ankommen. Jeden Tag bei uns ankommen. Auch Irinis Teile wären vom Container aus wohl in einer solchen Recyclinganlage gestrandet. Dort werden sie jetzt zunächst einmal grob sortiert. Jetzt werfe ich Sachen immer gerne in karitative Kleidercontainer. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, dass die dann vor Ort an Bedürftige gehen. Also tatsächlich ist es so, dass wenn Sie es in karitativen Container schmeißen, auch vor Ort Bedürftige damit versorgt werden. Aber die Menge an Kleidung ist so groß in Deutschland, dass einfach nur ein ganz kleiner Prozentanteil da verwendet wird. Und was wir als Unternehmen machen, ist, wir bekommen von diesen karitativen Unternehmen die große Restmenge. Mhm. Und wir bekommen die nicht geschenkt, sondern wir kaufen die. Wir wandeln quasi diese Kleiderspende in eine Geldspende um. Wir müssen uns einfach nur bewusst werden, über welche großen Kleidermengen wir jedes Jahr reden. Sie haben hier einen kleinen Eindruck bekommen, was an Ware ankommt. Und das ist wirklich nur die allerkleinste Spitze des Eisbergs. Das ist einfach eine riesige, große Menge. Dafür gibt es überhaupt nicht den Bedarf in Deutschland. Übrigens, seriöse Altkleidercontainer erkennt man an diesen drei Siegeln. Verwertung, dem DZI sowie dem BVSE-Siegel.
Während Hendrike sich weiter umschaut und gleich erfahren wird, was genau mit Irinis aussortierten Kleidern passiert, schauen wir nochmal in Stuttgart nach, wie gut Irini dort beim Umsortieren vorankommt. Es fällt ihr sichtlich schwer, sich von Teilen zu trennen. Sie kämpft um jedes Kleidungsstück. Ich weiß ganz genau, welche meine Lieblinge sind. Okay, weißt also du denn welche auch, welche ich selten zum Spazieren gehe, mit meinen Hunden trage und welche ich zum Beispiel wie heute was Besonderes. Da spare ich mir das wahrscheinlich, dass wir uns alle einzeln noch mal angucken. Ich würde sie gerne nach Farbe mehr oder weniger und nach Qualität, wie gut. Gut. An ihren vielen Hosen hängt sie ganz besonders. Diejenigen, die sie selten trägt, kommen daher in die zweite Reihe. Wir nehmen jetzt das Regalbrett und du packst hinten die Hosen rein, die du nicht so häufig trägst und vorne die häufiger getragenen. Denise rät ihr noch, beliebte Kleidungsstücke auf Augenhöhe einordnen. Selten getragenes wie Regenkleidung kommt nach oben oder unten. Irini, du hast jetzt sehr, sehr viele Hosen. Ich würde dir trotzdem gerne noch einen Ordnungshelfer zeigen. Und den könntest du mal festhalten. Und dann zeige ich dir, wie man das nämlich auch noch platzsparend mit den Hosen regeln könnte. So einen Hosenorganizer gibt's online für 21,99 Euro. Und dann kannst du es so in den Schrank hängen. Beliebig, wie man möchte. Schals und Tücher kommen in die neuen Faltboxen. Der Raum hier ist begrenzt. Das schützt dann auch vor unüberlegten Neukäufen. Ich habe zum Beispiel an meinem Kleiderast 30 Kleiderbügel. Und ich darf nicht mehr als 30 Sachen haben, die ich hängen muss. Okay. Ich weiß also, wenn ich irgendwie keinen freien Kleiderbügel mehr habe, dann habe ich zu viele Klamotten. Dann habe ich mir irgendwie was gekauft und dafür nichts aussortiert. Also ich kaufe halt immer erst, wenn etwas kaputt gegangen ist. Echt? Oder so. Ja. Und wenn dir was besonders gut gefällt? Dann muss das schon auch wirklich zu dem ganzen Rest passen. Was zusammenpasst, sieht Irini besser, wenn es im Schrank auch zusammen ist. Etwa Schals bei Jacken. Okay, weiter geht's. Wir haben noch ganz schön was vor uns. Um dauerhaft Ordnung zu halten, empfiehlt die Expertin, den Kleiderschrank zweimal im Jahr zu sortieren. Am besten im Herbst und Frühjahr. Und noch mehr Tipps. Bügel mit der Öffnung nach vorn ausrichten. Nach dem Tragen umdrehen. Nach einem Jahr hat man einen Überblick, was man wirklich noch anzieht und kann aussortieren. Für Saisonartikel wie dicke Winterjacken eignen sich solche Vakuumbeutel für rund 2,50 Euro. Einpacken und mit dem Staubsauger die Luft absaugen. So lagern die Sachen staubfrei und platzsparend. 6 Stunden später. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir diese Kleiderbügel noch bekommen haben, weil von diesen dünnen passt einfach viel mehr rein. Und was auch das Schöne ist, ist, dass auch so Strickjacken nicht schnell verrutschen und dass hier immer noch mal so eine Kuhle ist für die dünnen Sachen. Und das ist auch materialschonender. Kommt halt immer darauf an, wenn du so eine schwere Jacke hast, ist natürlich Holz wieder sinnvoller. Aber gerade bei diesen filigranen Sachen ist es so sehr viel hübscher. So, ich habe dir aber auch noch was mitgebracht für deinen Kleiderschrank. Du hast dir Licht gewünscht, oder? Ist das Licht cool? Ja. Versuch's einfach mal, probier es aus. Ob die Lichter in Irinis Schrank gut funktionieren, sehen wir später. Ohne dich hätte ich sowieso nicht hingekriegt. Am meisten bin ich von dir begeistert. Danke, Denise, dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch lange mich auf deiner Schulter sitzen hast und vielleicht doch in Zukunft bisschen mehr bei dem einen oder anderen Teil denkst, naja, okay. Liebe ich das? Okay. Brauche ich das? Will okay. ich das? Okay. So, oder? Ja. Glückliches Ende eines langen Tages. Im thüringischen Apolda hingegen wird weiter fleißig sortiert. Thomas Böschen bringt Hendrike zur wichtigsten Station. Dem Qualitätscheck. Hier arbeitet Silke.
Wir haben ein bisschen gesammelt. Eine Dame hat ihren Kleiderschrank aussortiert und wir haben auch ein bisschen in der Redaktion gesammelt. Ja. Und die Frage wäre jetzt, wie Sie die T-Shirts einschätzen. Na, dann schauen wir uns das einfach mal an. Mhm. Also so auf den ersten Blick ist es für mich keine erste Wahl. Woran machen Sie das fest? Das ist schon so, man fühlt das auch so vom Stoff, das ist schon auch etwas verwaschen. Mhm. Also eine erste Wahl ist es jetzt nicht. Ist jetzt auch nichts Besonderes, jetzt so Modernes oder irgendwas jetzt Besonderes. Also ich würde sie in den Kopf anmachen. Und das heißt, was wird dann daraus? In andere Länder wird das dann verschickt. Secondhand-Ware fürs Ausland. Mit rund 60% macht das hier den mit Abstand größten Anteil der Ware aus. Wollen wir es gleich reinschmeißen? Schmeißen wir es gleich rein. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Man sieht, es ist ein Langarm, aber eben auch keine erste Wahl mehr. Ja. Schon etwas bisschen leicht verleiert, aber es sind keine Flecken und nichts drauf. Also kann es auch noch in Export machen, wir es in die T-Shirt Langarm. Mhm. Der Secondhand-Verkauf ins Ausland ist nicht unumstritten. Die Kritik? Die exportierte Billigware ruiniere die lokale Textilindustrie. Und vieles lande dann dort auf den Müllhalden. Dieses T-Shirt, wie würden Sie das einsortieren? Also das wäre für mich erstmal eine erste Wahl. Ach tatsächlich, warum? Ja. Naja, so, das ist jung, frisch, für die jungen Mädels spricht es das an. Mhm. Also ich würde es probieren. Also das hat eine Chance in Deutschland im Secondhand-Laden jetzt hier zu landen? Ja, auf jeden Fall. Cremeware nennt sich das, was auch bei uns noch verkauft werden kann. Macht aber insgesamt nur etwa 5-6% aus. Landen auch Designer-Klamotten hier bei Ihnen auf dem Tisch? Ja, auch teilweise mit Etiketten. Da kriegt man wirklich Augen, wo man denkt, ja. Was sind so die teuersten Sachen, die Sie hier manchmal finden? Also wir hatten schon eine Deutsche Gabbana-Jacke, also da standen glaube ich 799 Euro. Also, oder Jeanshosen von 400-500 Euro, alles schon gehabt. Ungetragen auch? Ungetragen, mit Etiketten dran. Ja. Und dann kommt das sofort in die erste Wahl? Sofort. Ist das auch Teil des Geschäfts, dass Sie hier auch höherwertige Sachen brauchen? Oder sollte man eigentlich gute Sachen gar nicht in einen Altkleidercontainer tun? Wenn keine guten Teile dabei sind, die wir im Einzelhandel vermarkten können oder auch in den höherwertigeren Exportqualitäten, dann funktioniert unser Geschäftsmodell nicht mehr. Und das ist auch eine Gefahr, weil wenn immer mehr Fast Fashion kommt und die Kleidung qualitativ immer niedriger wird, dann ist vielleicht irgendwann nicht mehr genug da, um es höherwertig zu verkaufen. Und dann werden wir auch irgendwann über eine Finanzierung durch den Inverkehrbringer, sprich dem Händler oder auch einfach dem Konsumenten reden. Sprich, der Kunde müsste dann schon beim Kauf eines Kleidungsstücks einen Aufschlag für die spätere Entsorgung bezahlen. Vor allem für Artikel wie diesen würde das durchaus Sinn machen. Wenn ich das anfasse, dann weiß ich schon, dass es keine Baumwolle ist. Es ist nicht was als Putzlappen geht, weil damit können Sie kein Öl wegwischen. Das saugt nämlich nicht. Das ist jetzt ein Verbrennungsteil, thermische Verwertung. Was ich daran schade finde, ich finde, man sieht, dass es noch nicht oft getragen wurde. Ja. Und trotzdem ist es schon hinüber. Man kann dieses Kleid gar nicht oft tragen. Kann das sein, weil es so billig ist? Ja, das ist nicht mehr Fast Fashion, das ist Ultra Fast Fashion. Das ist einfach wirklich das Billigste vom Billigen. Und das ist einfach das, was Rohstoffe verbraucht. Und was hier einfach wirklich nur für den Müll noch qualifiziert. Weil es einfach keinen zweiten Markt dafür gibt. Man kann das nicht mehr guten Gewissens weiterverkaufen. Gebrauchte oder beschädigte Ware aus höherwertigem Material, also etwa 30% der angelieferten Teile, kann wenigstens noch recycelt werden. Pullis, Shirts, Hosen. Alles kommt dann in eine solche Presse, um daraus noch Putzlappen oder Dämmstoffe zu produzieren. Trotzdem verlieren die Sachen bei diesem sogenannten Downcycling an Wert. Das ist Ware, die exportiert wird. Mhm. Geht viel nach Afrika, geht auch im Nahen Mittleren Osten. Weil sie in dem deutschen Markt nicht mehr gefragt ist. Genau. Oder weil es Produktgruppen sind, die einfach in so großer Anzahl ankommen, dass wir sie gar nicht in unseren eigenen Läden verkaufen können. Ja. Alles besser als Müll. Zumindest vorerst. Denn ob all die Teile hier wirklich noch Kunden im Ausland finden, die sie auch tragen, oder dann eben dort weggeworfen werden, bleibt fraglich. Boah, ich muss sagen, das hat mir jetzt ganz schön den Spiegel vorgehalten, was so unseren Klamottenkonsum angeht. Es ist einfach zu viel. Also diese gigantischen Berge, die ich hier gesehen habe. Und das ist ja nur einer von vielen Textilverwertern in ganz Deutschland.
Warum, fragt sich nicht nur Irini, wird aus alter Kleidung nicht einfach neue hergestellt? Schließlich tauchen im Handel immer mehr von diesen Schildern auf. Scheint also zu funktionieren. Nachhaltigkeit ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich achte auch oft darauf, wenn ich beim H&M oder so kaufe, aus recycelten Stoffen oder Nachhaltigkeit, weil ich das immer sehr gut finde, dass Sachen halt einfach nicht entsorgt werden oder sondern wieder ein neues Leben geschenkt werden. Ich glaube schon, dass sehr viel recycelt wird, aber so prozentmäßig 80%, würde ich so sagen. Ob sie mit dieser geschätzten Zahl richtig liegt? Wir finden's heraus. Wieso werden so viele Textilien zu Dämmstoffen oder schlichten Lappen verarbeitet oder landen einfach im Müll, wenn nicht gleichzeitig im Handel, ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, so viele angeblich recycelte Kleidungsstücke finde? Das Rätsel soll er lösen. Kai Nebel leitet an der Hochschule Reutlingen die Forschungen zu textiler Nachhaltigkeit und Recycling. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich bei Textilien besonders spannend, weil es ein unglaubliches Problem ist, weil es ein Massenmarkt ist, ein Massenphänomen. Dann schauen wir doch mal genauer hin. Kann aus einem alten Hemd tatsächlich ein neues werden? Wie gut funktioniert das im Moment? Sie sind fleißig am Forschen? Ja, immer. Immer, das ist gut. Was ist aktuell Ihr Forschungsschwerpunkt? Wir haben hier gerade ein Forschungsprojekt, wo es um Recycling von Textilien geht. Ausgangsmaterial ist Berufsbekleidung. Deren Vorteil? Sie besteht immer aus dem exakt gleichen Material. Das hier soll recycelt werden. Daraus kann man dann was Neues quasi nähen? Oder wie funktioniert das? Das wäre natürlich der Idealfall, wenn das 1:1 recycelt werden könnte. Das heißt, einfach was Neues draus machen. Ja. Aber in der Industrie, bei den großen Mengen, müssen wir das zerreißen. Da werden natürlich die Textilien, die Fasern geschädigt. Und ich kann natürlich nicht wieder so ein schönes Hemd draus machen. Bisher wird also, wenn überhaupt, nur mechanisch recycelt. Die Fasern werden zerrissen und damit verkürzt. Neue, lange Fasern müssen beigemischt werden. Aber gerade in Mischtextilien funktioniert es nicht, weil ich die Faser nicht mehr trennen kann. Das ist jetzt eine Mischung aus Baumwolle und Polyester. Und was wir jetzt probieren wollen, ist einfach ein chemisches Recycling. Das heißt, die Textilien aufzulösen in ihre Einzelteile, in ihre Moleküle und Polyester und Baumwolle, sprich Zellulose, wieder zu gewinnen. Am Ende gehört ein chemischer Prozess, ist relativ langwierig und komplex. Dann haben wir hier eben das Polyester quasi, beziehungsweise Ethylenglykol und Terephthalsäure, wie es heißt. Das war der Polyesteranteil und das war der Baumwollanteil. Daraus kann man eigentlich wieder neue Textilien machen. Der Plan? Aus alt mach neu. Doch es gibt ein Problem. All diese Recyclingverfahren benötigen extrem viel Energie und werden deshalb in der Praxis kaum genutzt. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil man findet ja doch im Laden relativ viele Kleidungsstücke, auf denen draufsteht, sie seien aus recyceltem Material. Also hier steht recycelt Polyester. Ich finde das überall. Damit ist auch das mechanische Recycling gemeint. Zum Teil werden Kleidungsstücke aus reiner Baumwolle bzw. Verschnittreste, nicht das, was wir im Altkleidercontainer entsorgen, zerrissen und wieder beigemischt zu einem bestimmten Anteil. Im Fall von Polyester kommt das Material von unseren Plastikflaschen. Das sind alte Plastikflaschen drin? Vermutlich, ja. Also keine Ein gewisser Kleidung. Anteil alte Plastikflaschen, vielleicht auch neue Plastikflaschen und in jedem Fall auch immer frisches Polyester. Das heißt, das Recycling von Kleidung mit Polyesteranteil funktioniert noch gar nicht wird richtig. Wird so mit Sicherheit noch nicht gemacht, beziehungsweise wäre auch völlig ökologisch unsinnig, weil der Energieaufwand viel zu hoch wäre. Um zu erfahren, was sich wie recyceln lässt, hat Hendrike zwei zufällig ausgewählte Pullis mitgebracht. Der eine für knapp 70 Euro, reine Baumwolle, der andere für knapp 20 Euro aus Baumwolle und Polyester. Ein Teil davon recycelt. Welchen der beiden Pullis könnte man denn überhaupt wiederverwerten? Sieht und spürt man den recycelten Anteil?
Sieht hübsch aus, muss ich sagen. Das ist ein sehr schönes, gleichmäßiges Gestrick. Ist relativ hochwertig, wie man jetzt auch sieht. Die Maschen liegen schön. Ja, ist 100% Baumwolle. Ist auch verhältnismäßig dicht, also macht auch gleich einen wertigen Eindruck. Und wie kann man das jetzt recyceln? Es ist jetzt ein Material, es ist alles Baumwolle. Wie mache ich daraus was Neues? Ja, wenn man sieht, es hat schon mal zwei verschiedene Farben. Mhm. Ich kann es mechanisch recyceln, ich kann es zerreißen. Dabei werden aber die Fasern zerstört, eingekürzt. Oh. Ich kann da 30% davon wieder der Spinnerei zuführen, könnte theoretisch wieder ein Textil machen, das dann 30% Recyclingfasern hat. Das würde aber lange nicht so schön rauskommen und ich hätte wahrscheinlich einen Hellblauton, weil ich ja blaue und weiße Fasern dann gemischt habe, wenn ich es jetzt so zusammenreiße. Das kriege ich nicht mehr getrennt hier. Das geht überhaupt nicht. Gut, ich würde mir gerne mal den anderen Pullover unter dem Mikroskop anschauen. Müsste eigentlich ähnlich aussehen, ne? Ist ja auch. Ja, man sieht es von der Optik schon. Das ist natürlich ein bisschen offener. Er ist jetzt auch nicht so kompakt. Bei diesem Pulli ist ein Teil des Polyesters recycelt. An einem einzelnen Faden lässt sich das gut zeigen. Oh, der sieht aus wie meine Haare, wenn sie ganz schlimmen Spliss haben. Da stockt das Textilherz. Ja, man sieht es also sehr unregelmäßig und es sieht aus wie zusammengekehrter Abfall, der halt nochmal durch ein Polyesterfilament zusammengehalten wird. Das ist quasi wie eine Schnur drumherum gewickelt um diese relativ kaputten Fasern. Fazit: Fasermixe sind schwierig, aber auch Textilien aus reiner Baumwolle lassen sich bisher nicht effizient genug recyceln. Und auch hier verschlechtert sich mit jedem Recyclingvorgang die Qualität und damit der Tragekomfort. Das heißt, dieser Recyclingprozess im Textilbereich, der funktioniert überhaupt nicht und macht keinen Sinn. Was wäre denn die Lösung? In der Theorie funktioniert er, ist nur nicht sinnvoll und schon gar nicht ökologisch sinnvoll. Das Recycling ist ganz am Schluss. Die Lösung ist, wir müssen weniger konsumieren, wir müssen unsere Dinge länger nutzen. Wir müssen auch weniger produzieren. Man muss sich überlegen, die Hälfte der produzierten Kleidung wird ja wahrscheinlich gar nicht mal verkauft. Also nur durch Reduktion von Konsum und Produktion sparen wir Ressourcen ein und dann tragen wir was fürs Klima und die Nachhaltigkeit bei. Alles andere kommt ganz am Ende. Ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen desillusioniert. Da hilft wahrscheinlich nur weniger kaufen und länger tragen. Tatsächlich muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, dass ich diesen Mantel schon seit mindestens 16 Jahren besitze, ist aber ehrlicherweise eines der ältesten Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank. Und apropos Kleiderschrank, wie sieht der eigentlich jetzt bei Irini aus? Das schaue ich mir jetzt an. Ein letztes Mal zurück nach Stuttgart. Dort konnte sich Irini von nicht wirklich vielen ihrer Kleidungsstücke trennen. Bekam sie denn trotzdem etwas mehr Ordnung in ihren Schrank? So, Henrike, dann zeige ich dir, was sich hier verändert hat. Aha, ich bin gespannt. Kannst du anfangen, wo du willst? Ich kann anfangen, wo ich will. Okay, dann glaube ich mal an Wunder in diesem Schrank hier. Ja. Wow. Guck mal, alle deine Jacken nebeneinander, genau. Und da unten die Schals. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas nicht richtig gut sehe, vielleicht unten, dann kann ich das mitnehmen. Und dann es vielleicht auch hier hinstellen, dann kann ich auch viel besser sehen. Siehst du, was ich meine? Das war genial. Also das kann ich echt auch als Taschenlampe benutzen. Genial. Ich finde das echt cool. Also ja, das ist echt. Und das bleibt einfach davor, ja, da oben. Und dann kann ich das laden, indem ich... Genau. Und laden kann ich das, indem ich es dann abnehme. Ist mit Akku. Ja. Da oben haben wir noch die Ordnungshelfer. Die haben wir dann auch so eingerollt, die Spaghetti-Träger, damit ich einfach sie auch leichter finde und besser Platz habe. Irini, was hast du ausgegeben unterm Strich für deine ganzen Erneuerungen? 125 Euro circa, so ein bisschen weniger. So 124 Euro, ein paar zerquetscht, aber 125 Euro. Das heißt, du bist ja total in deinem Budget geblieben, ne? Du hast gesagt, nicht mehr als 200-300 Euro. Genau, jetzt hast du noch ein bisschen Luft. Du sagtest, ein paar von den Lampen würdest du gerne kaufen. Die würde ich nochmal genau bestellen. Wie viele? Zwei kleine, wenn es zwei kleinere gibt. Mhm. Ansonsten wieder so zwei große. Also nochmal so 40 Euro. Eins für den Schrank und nochmal so für den linken. Genau. Bliebst du aber immer noch unter den 200 Euro? Ja. Die Boxen und vier Sockenfächer haben rund 55 Euro gekostet. Die zwei Lampen knapp 40 Euro und die neuen Bügel nochmal knapp 30 Euro.
Ordnung im Kleiderschrank muss nicht unbedingt teuer sein. Man braucht nur die richtigen Ordnungssysteme und natürlich ein System, wie man seine Kleidung sortiert. Und apropos sortieren, man muss natürlich regelmäßig aussortieren. Und vielleicht findet man dabei ja auch noch ein paar alte Schätzchen, von denen man gar nicht mehr gewusst hat, dass man sie überhaupt im Kleiderschrank hat. Also Win-Win.